Es gehört, die Termine für die Vertrauensfrage und die Neuwahlen stehen. Aber wie juristisch sauber ist eigentlich das ganze Vorgehen? Darüber wollen wir mit Staatsrechtler Volker Böhme-Nessler sprechen. Willkommen im Studio. Hallo. Ja, also Opposition und Kanzler einigen sich auf diesen Neuwahltermin, noch bevor ja eigentlich das Ende der Regierung überhaupt eingeleitet ist. Ist das überhaupt normal und üblich? Also normal und üblich ist es sicher nicht. Es ist rechtlich in Ordnung. Das Problem liegt sozusagen im politischen Bereich, dass man eben um so einen wichtigen Termin schachert. Juristisch geht es. Der Kanzler darf entscheiden, wann er die Vertrauensfrage stellt. Das ist eindeutige Regelung im Grundgesetz. Wenn der Kanzler sich sperrt und wenn er es rauszögert, dann darf er das, rechtlich gesehen. Politisch ist es natürlich unschön. Was wären denn die nächsten Schritte jetzt gewesen? Also die nächsten Schritte sind, es gibt die Vertrauensfrage jetzt. Die Vertrauensfrage wird er verlieren. Und dann ist der nächste Schritt, dass der Kanzler, der die Vertrauensfrage verloren hat, zum Bundespräsidenten geht und den Bundespräsidenten bittet, den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Das wäre der nächste Schritt. Und dann gibt es tatsächlich Neuwahlen. Sie sagen, es ist politisch nicht schön. Hätte es denn eine andere Alternative gegeben für dieses Gezerre? Ja, selbstverständlich hätte es andere Alternativen gegeben. Eine Alternative wäre gewesen, dass der Bundeskanzler einfach sagt, ich trete zurück oder ich stelle die Vertrauensfrage sofort. Ich hänge nicht so am Amt. Das war ja dieses unwürdige Schauspiel, dass er gedrückt worden ist zur Vertrauensfrage oder zum Rücktritt. Das wäre das Schönere gewesen. Die ganz andere Frage und die ganz andere Möglichkeit, über die keiner gesprochen hat, wäre das konstruktive Misstrauensvotum gewesen, dass das Grundgesetz auch vorsieht. Konstruktives Misstrauensvotum heißt, der Kanzler wird abgewählt, indem jemand anderes zum Kanzler gewählt wird. Das Problem ist sozusagen natürlich, keiner hat darüber gesprochen, weil dazu hätte man die AfD gebraucht. Also Merz könnte sich in den nächsten 2-3 Tagen zum Kanzler wählen lassen, mit Hilfe der AfD. Und dann könnte er, das wäre die Möglichkeit gewesen, um Scholz schneller aus dem Amt zu kriegen, dann hätte er die Vertrauensfrage stellen können, verlieren und dann hätte er den Weg geöffnet zu Neuwahlen. Aber darüber hat man nicht gesprochen. Das war aber das, was 1982 Helmut Kohl gemacht hat, um Helmut Schmidt als Bundeskanzler abzulösen. Und wie steht es jetzt, wo es jetzt eben anders laufen wird, überhaupt um die Handlungsfähigkeit der Regierung? Kann die jetzt überhaupt noch was beschließen? Nein. Also um es ganz klar zu sagen, regieren heißt ja, ich mache Gesetze und ich mache den Haushalt und für diese regierungsspezifischen Tätigkeiten brauchen sie die Mehrheit im Bundestag und die gibt es nicht. Also eine Regierung ohne Mehrheit, die auch nicht im Einzelnen Mehrheiten finden kann, ist eigentlich handlungsunfähig. Allerdings, wenn die Opposition eben doch interessiert an einem bestimmten Gesetzesvorhaben, könnte es dann ja doch passieren. Zum Beispiel steht ja auf dem Tableau noch die geplante Reform zur Sicherung der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichtes. Eigentlich ein Vorhaben, was ja die Parteien durchbringen wollten. Wenn das jetzt nicht passiert, sehen Sie das als Problem an? Das ist die interessante Frage. Die Union sagt ja, sie macht vielleicht noch Gesetze mit, über deren Inhalt sie sich mit der Regierung einig ist. Vielleicht wäre das ja, wenn man sich nochmal in Ruhe zusammensetzt, bei diesem Gesetz auch der Fall. Wenn nicht, dann müsste man einfach in der nächsten Legislaturperiode nochmal überlegen. Die Idee ist okay, es ist aber kein Gesetz, das für die Existenz des Bundesverfassungsgerichts notwendig wäre. Insofern ist das nicht tragisch, wenn das erst in der nächsten Legislaturperiode passiert. Weil da ja doch ein gewisser Alarmismus schon jetzt betrieben wird, ne? Das ist Alarmismus. Das Bundesverfassungsgericht steht nicht auf der Kippe, wenn das Gesetz jetzt nicht verabschiedet wird. Wunderbar, vielen Dank für diese Infos, Volker Böhme-Nessler. Dankeschön.